Für den letzten Teil unserer Tschechentour haben wir uns was ganz Besonderes überlegt. Nämlich haben wir ein Overnight in diesem riesengroßen verlassenen Schloss mitten in Tschechien gemacht. Dabei konnten wir es uns nicht nehmen lassen und haben bei dem ehemaligen Hospiz gleichzeitig noch eine paranormale Untersuchung gemacht. Und die Ergebnisse waren wirklich krass. Was? Die ist komplett aus einfach. So unfassbar gruselig und spannend irgendwie, ne? Ey Leute, es ist wieder so typisch. Alle Kameras sind aus, weil wir gerade unser Equipment vorbereiten. Und da kommt auf einmal, ihr werdet brennen. Okay Leute, also wir sind gerade tatsächlich kurz vor dem Schloss und die Action geht gefühlt direkt los, weil gerade ein bisschen was Komisches passiert ist. Und zwar haben wir das Gefühl, dass uns ein Auto hinterherfährt. Also es ist wirklich, das Schloss ist ein paar Meter weiter hoch jetzt, die Straße. Ein bisschen mehr abseits. Die Straße ist die einzige, die hier hinführt. Hier ist auch alles tot. Hier ist alles tot. Er steigt aus. Da war eine Kurve, so eine Vorfahrtskurve und wir mussten geradeaus in diese Straße, wo halt nichts ist. Und der erste geblinkt, wollte abbiegen und er ist uns generell schon länger hinterher gefahren und hat dann aufgehört zu blinken und ist uns einfach hinterher gefahren. Ganz weird. Also vielleicht weiß der auch oder hat der eine Idee, wo wir hinwollen, so weißt du? Na, deutsches Kennzeichen, ja. Wenn der da weiß, dass da oben so ein Ort steht, keine Ahnung, das war gerade echt ein bisschen skurril. Das ist auf jeden Fall ja crazy, dass direkt die Action losgeht, ey. Und immer gut im Hinterkopf zu haben, weil man weiß, dass wir da schlafen wollen. Ja, ja, so und wir sind echt schon hier übelst in die Pampa gefahren. Hier sind, keine Ahnung, gefühlt 8 Häuser und das war's. Das kann jetzt halt auch Zufall sein, dass es auch ein BMW sah, ne? Also. Ich glaube, der ist einmal eine Runde gefahren. Ja, ist die Frage, fahren wir da jetzt direkt wieder hoch oder warten wir so eine Minute oder so oder zwei? Oder einfach machen? Keine Ahnung, vielleicht echt noch mal ein paar Minuten warten, wenn wir jetzt. Weil wir halt echt so das einzige Auto waren, auch an einem Kennzeichen, weißt du. Eieiei, Leute, ey, ist jetzt schon wieder ein bisschen aufregend. So, meine lieben Freunde, jetzt wird's wirklich ernst. Also wir hoffen, dass dieser Typ da uns nicht beobachtet hat, weil wir zum Schloss wollen. Aber wir sind hier wirklich schon irgendwo in der Pampa. Also es ist ein ganz kleines Dorf. Wir sind hier so lange durch die Pampa gefahren. Also Tschechien hat auch so viele Wälder. Und jetzt wird's ernst. Hier ist so ein altes Tor. Was krass ist, also anhand der Map habe ich eigentlich gedacht, als ich das erste Mal hier war, dass hier direkt Nachbarn drumherum sind. Mhm. Aber die Häuser hier sind auch komplett los. Jo. Ja, ist logisch, hätte man denken können, dass das irgendwie ein Nachbarshaus ist. Aber es gehört wohl auch mal irgendwann zum Grundstück. Ja, und da ist das Ding, oder? Wollen wir erstmal straight einfach zum Schloss oder wollt ihr euch da hinten die Lagerräume? Ich würde sagen, lass uns straight zum Schloss Overnight-Spot suchen. Weil wir haben ja auch noch die PU vor und dann werden wir während der PU vielleicht auch so ein bisschen erkunden. Und erstmal rumlaufen und gucken, wo vielleicht so die meisten, ich sag jetzt mal, Energien sind. Wir können ja einen K2-Meter dann mitnehmen und so. Ja. Ich glaube, das wird schon gut. Hier ist so ein kleiner Trampelpfad. Und man sieht schon, Alter, ey, wirklich, wenn man sich das jetzt so anguckt, ich habe dann immer so Angst, dass man irgendwas am Fenster sieht oder so. Ne? Alter, ist das riesig. Ist das riesig. Ach du Scheiße. Werden wir heute drin schlafen. Alter. Ey, ich habe nicht erwartet, dass es so groß ist. Ey, das ist ja massiv. Ja, ja. Ich hab nie gedacht, dass es so groß ist. Ja, ne? Mega also geil. Es ist so, man steht davor und wird erstmal geschlagen. Guckt euch alleine mal die Größe der Haupteingangstür an. Alter. Also ich stelle mich jetzt mal nur davor, damit man es mal sieht. Ganz viele Verzierungen. Guckt euch das mal an. Wie groß diese Eingangstür ist. Krank. Boah, ich freue mich da schon gleich durch die Räume zu laufen, ja. Alter, und die Geräte auszuprobieren. Ne? Man hat auch so Angst, wenn man da hochguckt, dass man was am Fenster sieht. So. Aber guck mal, Erdgeschoss. Ja. 3 Personen für die PU, 3 Etagen. Alter. Das ist halt echt kein Vandalismus. Ne? Ich habe noch kein einziges Graffiti gesehen. Auch kein
ein einziges Teil. Das erinnert mich von der Bauweise ein bisschen an das Horrorhotel, wo wir in Frankreich übernachtet haben. Auch ja, so ein eckiger Kasten einfach, ne? Ja. Guck mal hier hinten. Denkst du eigentlich direkt Nachbarshaus oder so? Das ja. Guck dir mal das schöne Haus an. Krass. Das war vielleicht dann... Ich weiß nicht, was, also nee, das war ja ein Hospiz. Ja. Was war dann wahrscheinlich irgendwie für Mitarbeitende oder sowas, ne? Gut möglich, ja. Ist natürlich auch geil. Es ist nicht nur ein altes Schloss, Freunde, es ist halt auch ein Hospiz. Also es könnte echt nicht besser sein für sowohl einen Overnight als auch eine paranormale Untersuchung. Nimm mal den Aufzug, oder? Da geht leider nicht mehr. Schön wär's. Aber dass da noch drin ist. Krass, ey. Ey, genau das, was wir uns gekauft haben. Jo, jo. Also man sieht, das ist also schon typisch tschechisch. Das ist ja eigentlich halt mega schön, finde ich. Alter, goldenen Verzierungen. Boah, krass. Heftig, ey. Das ist der Fahrstuhlschacht hier, ja? Das ist halt echt nur fürs Aussehen. Ne? Die Tür ist halt, hat halt auch wirklich so gar keinen Nutzen gefühlt. Krass. Hast du die aufgemacht? Du bist dann hier in den Fahrstuhl rein, ne? Ein gläserner Fahrstuhlschacht. Der sieht voll modern aus, ne? Ja, sieht echt recht modern aus. Boah, hier der riesige Eingangsbereich. Ah, schaut mal. Da sieht man's. Anlässlich des 60-jährigen Regierungsjubiläums Sir Majestät des Kaisers Franz Josef I. wurde dieses Hospiz der Barmherzigkeit der leidenden Menschen gewidmet. Erbaut 1904 bis 1908. Dass das wirklich noch so unbeschädigt ist. Ohne Vandalismus ist halt echt geil. Ja. Also scheinen die Leute, zumindest auch die Jugendlichen, die hier ein- und ausgehen, wirklich auch ein bisschen zu respektieren. Das ist cool. Sieht man selten. Klar, hier liegen ein paar Dosen und so rum, aber man sieht kein Graffiti. Ja. Es ist nicht sonderlich viel zerstört. Was ist das? Gitter an der Tür. Oh. Jo, das sieht aus wie so ein Gefängnis oder so. Ja. Hä, wie krass ist das denn? Warum? Aber für ein Hospiz? Macht ja eigentlich gar keinen Sinn, ne? Nee. Vielleicht aber so ein Aktenraum oder sowas, weißt du? Sachen weggesperrt. Das ist halt auch so eine Durchreiche. Na, ich würde sagen, wir gucken uns gleich alles in Ruhe an. Wir suchen jetzt erstmal oben in den oberen Bereich einen guten Overnight-Spot. Alter, wir gucken mal sogar Snoop Dogg. Ach so, das ist nachträglich hier so. Und guck mal, das sieht aus wie so eine tschechische Urbex-Bande hier oder so. Ja, stimmt, ey. Knalligas-Kalle. Knallgas-Kalle. So was Deutsches, ne? Und hier Lady Bounchy. Bauch nie. Wenn du Glück hast, ist sie noch hier. Boah. Alter. Was? Das war dann wahrscheinlich so ein großer Versammlungsraum, ne? Wo irgendwie. Ich denke, hier war wirklich vielleicht. Veranstaltung oder so. Wozu ist denn der Vorhang da? Ey, ich sehe schon, Leute, während der PU, Vorhang fängt sich auf einmal an, nach vorne zu bewegen. Eine neue Wand gezogen, ne? Die war nicht immer da. Auf einmal so. Oder vielleicht. Das hier könnte unsere Overnight Location werden. Mega, oder? Alter, da geht's ja noch so hoch auf den Turm oder so. Das geht auf den Balkon, auf das Dach. Alter. Wir setzen mal alle unsere Overnight-Rucksäcke ab und gehen mal da hoch. Alter, richtig geil. Safe. Ja, so Platz ist hier mehr als genug. Ja. Hammer. Ey, theoretisch ist es doch sogar eine klare Nacht, ne? Ja, ja. Soll es noch regnen? Ich weiß es nicht. Wir können mal schauen. Und halt auch auf dem Dach pennen, ne? Ja, das wäre eigentlich mal klar. Also wenn nicht in den Wind geht und so. Okay, okay, hier sind Spinnnetze. Ich hasse es mit Holz, ey.
mit Holz sind immer so viele Spinnennetze. Boah. Was? Boah. Junge. Oh mein Gott. Wir sind komplett oben. Wie geil ist das denn? Also wir sind halt wie ein Leuchtturm hier, ne, wenn wir auch rumleuchten. Ja, ja. Guck, da sind die Lagerhallen. Da ist das andere Haus. Da hinten, das ist alles los. Also hier sind ein paar Garagen. Aber ich glaube, morgen früh der Ausblick, der wird richtig hammergeil morgen früh. Puh, na gut, Leute, wir suchen uns jetzt erstmal in Ruhe einen guten Spot, wo wir schlafen können. Packen unsere Rucksäcke dahin und dann werden wir auch losziehen. Hier müssen das Gelände erforschen und eine paranormale Untersuchung machen. So, Freunde, also man hätte es nicht geglaubt, aber jetzt haben wir uns richtig heimisch hier gemacht auf dem Dachboden, wieder mit der riesigen Unterlegplane vom guten Dave. Ja, und ich freue mich richtig darauf, heute hier einen Overnight zu machen, ohne Scheiß. Das ist, glaube ich, ein würdiges Finale, aber worauf ich mich noch mehr freue, ist, jetzt die Geräte aus dem Auto zu holen und dann mit der paranormalen Untersuchung zu beginnen. Ich glaube, es wird richtig spannend. Wir haben hier auch natürlich Wildkameras. Die werden wir jetzt im kompletten Gebäude und drumherum platzieren. Und ja, geil, Mann. Dann gib mir ruhig was. Hier, das ist das deine. Meine Bewegungsmelder habe ich noch einstecken. K2 Meter habe ich einstecken. Ich habe alles. Perfekt. So, meine lieben Freunde, bevor es losgeht mit der PU, wollte ich euch noch ganz kurz mitteilen, dass es jetzt diesen neuen Shaker hier im Holy Shop gibt. Das Besondere an dem ist, der wechselt die Farbe, je nachdem, ob ihr kaltes oder warmes Wasser reinfüllt. Bei kaltem Wasser färbt er sich grün und bei heißem Wasser gelb. Wir packen einfach mal ganz kaltes Wasser jetzt hier rein. Es klappt, Alter, es klappt. Wie geil ist das denn? Alter, das ist sick. Das ist wirklich sick. Was glaubt ihr, welche Farbe kommt bei raus? Keine Ahnung. Oh, ist echt schwer, Story zu machen und gleichzeitig hier reinzukippen. Oha! Alter! Okay, das Ding ist einfach mal komplett gelb geworden jetzt gerade. Das ist echt heftig. Normalerweise sind diese Shaker immer recht schnell weg. Also ja, schaut gerne mal im Shop vorbei. Link ist in der Beschreibung und das Beste ist auch noch, dass diese Sorten hier auf jeden Fall zufällig in der Natur rumstehen. Es gibt jetzt zwei Sorten dauerhaft im Sortiment. Einmal der gute Watermelon Whale und der Thai Lime Toucan. Der ist auch tatsächlich einer meiner Favorite-Sorten. Alter, ich habe mich ja schon wieder aufgeratscht jetzt hier. Mensch, du! Ich habe mich gerade schon hier aufgeratscht. So, ich werde mir jetzt hier direkt mal bisschen was anmischen und in der Zeit könnt ihr gerne mal einen Blick in die Beschreibung werfen und euch auch ein Holi gönnen. Holi ist die nachhaltige, gesündere und günstigere Alternative zu dem ekelhaften, ungesunden Energy Drink, den ihr im Supermarkt kaufen könnt. Holi beinhaltet nämlich 0,0 Taurin, Zucker oder irgendeinen anderen Bullshit und ist dazu noch günstiger und auch meiner Meinung nach leckerer, weil es einfach viele Geschmacksrichtungen gibt. Probiert es einfach mal aus. Ich knall mir jetzt hier ordentlich das Ding voll. So, und ich würde sagen, ihr könnt gleichzeitig noch ein bisschen was sparen. Nutzt meinen Rabattcode LEON5 für eure erste Bestellung, um 5 Euro zu sparen oder LEON für eure Folgebestellung, um 10% zu sparen. Also in diesem Sinne, einen guten Durst. Prost. Ah, und jetzt geht's energiegeladen weiter mit dem Video. So, Freunde, wir sind jetzt im Eingangsbereich. Und es wird ernst. Wir werden das Ganze so handhaben. Wir werden mit abgespecktem Equipment beginnen, um herauszufinden, an welchem Ort von diesem Schloss hier ja die Aktivitäten am meisten oder am höchsten sind. Alex wird das K2 Meter in der Hand halten. Genau. Genau, weil ich denke mal, du wirst auch wieder sehr viel die Kommunikation leiten und das K2 Meter ist immer so ein ganz gutes erstes Anzeichen, wo denn ja was sein könnte. Das funktioniert natürlich über elektromagnetische Felder und ja, man sagt eben, dass Präsenzen dieses Gerät eben dann zum Ausschlagen bringen soll. Der gute Dave, der wird die Ghosttube-App benutzen. Die hat er nämlich auch nochmal selber konfiguriert und viele, viele Wörter und Sätze hinzugefügt. Da wir bisher auch immer gute Ergebnisse hatten, bin ich jetzt umso gespannter, ob wir da vielleicht noch akkuratere Antworten bekommen. Und Leute, endlich, endlich die SLS-Kamera. Ihr habt alle immer wieder geschrieben, wir sollen sie benutzen und immer hat irgendwas nicht funktioniert. Jetzt haben wir alles eingerichtet, jetzt muss sie funktionieren. Also ich habe es auch wirklich zu Hause ausführlich getestet und ja,
Die werde ich nehmen. Das heißt, womöglich werden wir hier dann irgendeine Struktur erkennen. Das funktioniert halt darüber, deswegen auch die Xbox Kinect Kamera, die hat halt Infrarotpunkte ganz viele und erkennt menschliche Strukturen, wie jetzt zum Beispiel Alex gerade. Ne? Und ja, wenn da etwas erkannt wird, wo gerade niemand steht von uns, dann wissen wir, okay, das ist womöglich paranormal. Also ich bin mega gespannt, Freunde. Und ich würde sagen, wir beginnen hier einfach mal im Eingangsbereich und arbeiten uns dann langsam, aber sicher durchs Gebäude. Und das Ende machen wir dann im Keller, ne? Ja, im Keller, da werden höchstwahrscheinlich auch damals die Leichen gelagert worden sein. Ne? Also so, wie es halt üblich ist in einem Keller von einem Hospiz. Genau, da werden wir dann zum Schluss hingehen und nochmal weite Geräte ausprobieren. Also wir stehen jetzt hier am Eingangsbereich dieses großen Gebäudes. Und ich würde trotzdem sagen, wir fangen einfach schon mal persönlich an, uns vorzustellen und in den Raum reinzusprechen. Mein Name ist Alexander. Mein Name ist Leon. Mein Name ist David. Und wir sind jetzt heute hier, um mit möglichen Präsenzen, die sich in diesem Gebäude befinden, Kontakt aufzubauen. Wenn also jemand hier mit uns anwesend ist und auch in der Lage und auch willig ist, mit uns zu sprechen, dann würden wir uns sehr freuen, wenn wir das jetzt umsetzen können. Hier durch das Gebäude gehen, in der Hoffnung, einen Raum ausfindig zu machen, der sich am besten für unsere Kommunikation und das Gespräch eignet. Wenn wir also in dem Raum ankommen, in dem wer auch immer vielleicht gerade hier ist, auch anwesend ist oder wo es der Person am genehmsten ist, dann bitte über unsere Geräte auf sich aufmerksam machen. Ich habe hier ein sogenanntes K2-Meter. Ich schalte es jetzt einfach schon mal an. Da leuchten die Lämpchen. Und um auf sich aufmerksam zu machen, kann man an diesem Gerät einfach versuchen, die Lampen ausschlagen zu lassen. Vielleicht kannst du dich dem Gerät nähern, es berühren oder irgendwie versuchen, mit deiner Energie dieses Gerät ausschlagen zu lassen. Außerdem kannst du dich über die Kamera, die Leon hier in der Hand hält, auch optisch zeigen. Wenn du dich in den Raum stellst, können wir dich darüber vielleicht erkennen. Du kannst auch versuchen, direkt mit uns zu sprechen. Das kannst du. Respektlos. Genau, als ich sage, du kannst mit uns sprechen. Wir kommen mit guten Absichten. Wir wollen hier so respektvoll wie möglich in diesem Gebäude unterwegs sein. Und ja, wir kommen wirklich nur mit guten Absichten, mit guten Willen. Wir möchten etwas über dich oder auch euch herausfinden und euch mit Respekt begegnen. Das wollen wir euch auf jeden Fall nochmal versichern. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das auf jeden Fall funktioniert, mit uns zu sprechen. Vielleicht gerade über dieses Mittel, über diesen Weg, direkte Kommunikation. Habt ihr es gerade gehört? Da war so ein schrilles Geräusch. Ich habe wie ein Krummeln gehört. Ich dachte, es wäre der Wind, aber es war ein bisschen laut. Ja. Okay, verzeih mir. Alles gut. Also falls es möglich sein sollte, dann kannst du ja gerne versuchen, jetzt eines der Geräte zu nutzen. Vielleicht einfach direkt mit uns sprechen, ansonsten die anderen Geräte und wir machen uns jetzt einfach mal auf den Weg und gucken, wo es am besten funktioniert. Keine Energie. Keine Energie. Du kannst natürlich gern von unseren Geräten die Akkus benutzen und dir Energie nehmen, um natürlich dich uns zu zeigen oder mit uns zu kommunizieren. Das ist absolut kein Problem. Bieten wir uns auch als Energiequelle an? Nee, würde ich nicht machen. Weil dir geht's danach ganz scheiße. Meinst du? Hattest du schon mal eine PU, wo du danach richtig schlapp warst? Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich hatte es zweimal. Da ging mir es, als wäre ich einen Marathon gerannt. Kennst du das? Ja, aber wir gehen ja danach eh schlafen. Also ich würde meine Energie auf jeden Fall, sofern es halt jetzt nur für diesen Moment ist, auch anbieten. Dann gehen wir mal ins Gebäude. Geh weg. Das ist aber echt sehr negativ. Willst du nicht, dass wir weiter ins Innere des Gebäudes gehen? Ja, die Tür hat geknackt. Wir können ja auch sonst einfach mal generell einen ganz kurzen Moment still sein. Und wir würden dich bitten, einmal in Form eines lauten Geräusches auf dich aufmerksam zu machen. Ich kann nicht gehen.
Ort nicht verlassen und nicht von hier weggehen? Das ist alles sehr negativ. Aber ist halt auch vielleicht irgendwo echt logisch, wenn man sich vorstellt, dass man hier nicht weg kann. Gerät. Ja, du kannst unsere Geräte gerne nutzen. Egal welches Gerät, nehm einfach das, was dir am besten gefällt. Du kannst jederzeit unsere Geräte nutzen, so wie du es jetzt bisher schon getan hast, um dich weiterhin zu zeigen. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Entstellt Katharina. Entstellt Katharina. Kai. Kai. Zwei Namen. Boah, es wirkt auch fast schon so, als würden wir irgendwie mit mehreren Präsenzen sprechen oder so. Kann gut sein. Entstellt ja. Katharina und Kai. Seid ihr hier an diesem Ort, kann man das ja so fragen, verstorben? Wir wissen ja, dass dieses Gebäude eine Zeit lang als Hospiz genutzt wurde. Und dementsprechend gehen wir davon aus, dass hier viele, viele Menschen verstorben sind. Vielleicht sprechen wir gerade mit einer dieser Personen oder mit mehreren, die... Warte mal, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich muss das auf der Aufnahme nachher nochmal überprüfen. Aber ich glaube, ich habe hinter dir auf der Treppe... Okay. Oder es hat dich erkannt. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Geh mal ein Stück zur Seite. Fällt nur die Tür zu. Ja, ich halte sie offen. Ich bin mir nicht sicher, es sah echt so aus. Vielleicht warst du das gerade, vielleicht standest du gerade auf der Treppe in dem Moment, in dem ich noch davon sprach, dass wir davon ausgehen, hier viele Menschen, dass hier viele Menschen gestorben sind und dass du vielleicht eine dieser Personen bist. Wenn dem so ist, dann versuch doch, dich nochmal zu zeigen über eines unserer Geräte. Vielleicht lässt du ja einfach mal eines dieser Lichter auf diesem Gerät hier ausschlagen. Das hat auch gerade geflackert. Du verstehst nicht, Franziska. Das wirkt gerade fast so ein bisschen so, als wenn sich Präsenzen untereinander unterhalten. Ja. Und gar nicht mit uns. Komisch. Und wo du das gesagt hast und auf deine Kamera geguckt hast, hat es doch ausgeschlagen. Hat es? Ich hab's gar nicht gesehen. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, Alter. Okay, vielleicht... Vielleicht hast du das Gerät gerade schon genutzt. Kannst du das nochmal versuchen? Portal. Portal. Das liegt im Auto. Oder, andere Frage. Befindet sich in diesem Gebäude ein Portal? Es sind ja viele Menschen in diesem Gebäude aus dem Leben in den Tod getreten und damit vielleicht in eine andere Welt, in eine andere Ebene, wie auch immer man das Ganze verstehen und benennen kann. Vielleicht ist dabei auch so eine Art Portal entstanden oder ist es auch einfach nur metaphorisch damit gemeint, weil eben so viele Menschen hier verstorben sind. Diese komische Gittertür, wir brauchen nicht genau wissen, warum die hier ist. Ja, da ist die Medikamentenausgabe durch die Durchreiche. Stimmt, ja, du hast recht, Alex, dass das wahrscheinlich für Medikamente war. Ja. Wir können ja auch Bewegungsmelder werden. Hat hier das EMF oder was das ist ausgeschlagen, aber das ging mir schon letztens so, das reagiert auf Metall, aber nicht auf jedes Metall. Oder war das der der Berührungssensor? Berührungssensor? Sollen wir hier unten vielleicht auch im Eingangsbereich da so eine Wildkamera aufstellen? Wird fast Sinn machen, oder? Ich habe eine einstecken, stelle ich eine hin. Schön mal. Hier oder im Eingangsbereich? Eingangsbereich. Stellen. Ja. Wie es aussieht oder wurde das hier drauf gemalt? Sieht fast gemalt aus, ne? Ich glaube, das ist eine Tapete. Mhm. Wir würden uns sehr über einen Ausschlag
freuen auf dem Gerät, was Alex in der Hand hält. Du brauchst es lediglich zu berühren. Willst du uns vielleicht sagen, in welchem Zimmer du hier damals gelebt hast? Deine Zimmernummer? Wir brauchen eine Zahl von dir. Das ist schon wirklich, wirklich akkurat. Wohnzimmer. Ist vielleicht hier ein Wohnzimmer? Wir gucken mal. Auf dem Flur. Ist natürlich schwierig, den Raum auszumachen, wenn es keine Einrichtung gibt. Ja. Hier ist noch ein Schrank in der Wand. Ist das eine grüne Zelle? Ja, die Tür hat mich auch schon gerade gewundert. Die ist so schallisoliert, ne? Warum bin ich hier? Wohnzimmer. Weißt du, was ich vor kurzem im Mausoleum schon angesprochen habe? Dass es vielleicht wirklich verirrte und verwirrte Seelen gibt. Schon wieder Wohnzimmer. Die nicht wissen, wo sie sind. Wohnzimmer und so, und warum bin ich hier, wo bin ich und so, kam auch in dem Mausoleum. Dann habe ich halt versucht, der Präsenz oder der Seele zu erklären, dass sie tot ist. Hm. Vielleicht wissend? Das wissen auch viele nicht, wurde mir gesagt. Also, dass das halt... Unbequem. Also, du bist... Wo bist du? Boah. Kommt extrem viel. Es kam jetzt aber dreimal Wohnzimmer, als wir uns hier in dem Bereich aufgehalten haben. Und er zweimal nicht meinte... Gib noch mal ein Zeichen, wenn wir im richtigen Raum angekommen sind. Es wurde dann zweimal Wohnzimmer gesagt, als wir hier waren. Also weißt du, das hier war der Wohnbereich? Ich meine, es kann natürlich auch einfach Wohnzimmer genannt werden. Ich weiß ja nicht, inwiefern das zusammenpassen soll, aber... Ja. Ich meine, hier sind schon etwas größere Räumlichkeiten und so, ne? Ja, aber du bist vermutlich... Ich will dir da nicht zu nahe treten. Ja, schon wieder. Du bist vermutlich hier in diesem Ort verstorben. Kerze. Zum Scheitern verurteilt. Was meinst du damit? Was ist zum Scheitern verurteilt? Das hier könnte halt auch so eine Art Wohnzimmer sein. Neben wem von uns? Kannst du den Namen nennen von der Person? Nochmal zur Wiederholung, ich bin Alexander. Ich bin David. Und ich bin Leon. Neben wem befindest du dich? Schlafen. Schlafen, Taco. Der ist oben und schläft. Alter. Taco ist halt wirklich oben und schläft vielleicht schon, ne? Ja klar, er hat gesagt, er geht hoch schlafen. Gefühl. Ey, ich habe die App noch nie so eskalieren gehabt. Ich denke halt wirklich, also es klingt wirklich so ein bisschen danach, als wären hier mehrere am Sprechen. Das hier könnte schon eine Art Wohnzimmer gewesen sein, ne? Sehr, aber wirklich ein krasses Wohnzimmer. Wollen wir weiter hochgehen? Ja, würde ich sagen. Ah, hier riecht es ja komisch. Ja, so nach. So menschlich irgendwie, ne? Bisschen komisch, ja. Wie alte Klamotten. Alte verstaubte Klamotten. Ey, aber wir haben uns die ganze Zeit gefragt, wo das Wohnzimmer ist, ne? Eigentlich sind wir bescheuert. Das ist das Wohnzimmer. Das ist das Wohnzimmer. Das ist das Wohnzimmer, Alex. Warum haben wir daran nicht gedacht? Das würde passen. Bist du hier in dem Wohnzimmer gerade bei uns? Wir können ja einmal einen Moment leise sein und wir würden dich bitten, jetzt einmal ganz klar und deutlich auf dich aufmerksam zu machen. Wir werden jetzt die Lampen einmal ausschalten und sind einmal ganz leise und wir würden dich bitten, einmal klar und deutlich auf dich aufmerksam zu machen.
Was ist das für ein Geräusch? Von rechts, habt ihr es nicht gehört? Das war ich nicht. Von rechts, von direkt da. Ja, das klang wie ein Schritt. Oh, das ist der Boden. Eigentlich nicht, das ist so unregelmäßig. Das kam von da hinten, oder nicht? Sollen wir die Lampen wieder einschalten? Wir können ja zum Schluss einmal nochmal im Keller ohne Licht und der Vollspektrumkamera nochmal Bilder schießen. Genau. Wir können auch noch hier hochgehen. Mhm. Können wir noch einmal den Gang ablaufen in beide Richtungen und dann einen nach unten drüber. Das ist so unfassbar gruselig und spannend irgendwie, ne? Ja, ja. Krass. Warum ist sie hier? Das ist schon wieder so eine Frage, als wenn die sich untereinander unterhalten oder so, ne? Ja, ja. Hör auf. Das war das Antwort an dich. Ich hab nichts gehört, ey. In dem Moment, als du so gemacht hast, kam es, als hätte sie aber richtig geknallt. Krass, echt? Ja, das nicht so laut ist, sondern eher so, wie wenn du so eine Zeitschrift auf den Boden fallen lässt. Also so, ich kann es nicht beschreiben. Ich habe es tatsächlich nicht gehört, aber es klingt gruselig. Ah, schon wieder. Machst du das? Kannst du noch mal ein lautes Geräusch von dir geben, bitte? Schon, oder? Ganz am Anfang hatten wir das. Ja, stimmt. Ey, Leute. Ja. Sicher, dass es nur ein Hospiz war? Eigentlich ja. Das sieht mir ein bisschen mehr nach Psychiatrie oder so aus. Was? Aufmerksamkeit vor Öffnen der Tür. Überprüfen Sie immer zuerst die Identität der ankommenden Person. Fragen Sie, wer klingelt. Fordern Sie eine Servicekarte oder Legit an. Öffnen Sie die Tür nur, wenn Sie sich über die Identität der Person hinter der Tür sicher sind. Diskutieren Sie nicht unnötig mit Personen hinter der Tür. Polizei, Tschechien. Ich weiß nicht, das passt doch nicht zu einem Hospiz. Jetzt oder? Passt es aber mit dem Verurteilt. Was meint ihr? Sollen wir in den Keller und da nochmal ein finales Experiment starten? Ja, ne? Denkst du wirklich, hier waren psychisch Kranke untergebracht? Ich weiß es nicht, aber es passt alles irgendwie nicht zusammen. Warum soll ich... Du verstehst nicht. Ja, wir verstehen auch nicht. Na gut, ich würde sagen, wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen in den Keller, werden dort das digitale Ouija-Brett ausprobieren und auch ein Nachtsicht- bzw. Vollspektrum-Experiment durchführen. Also wirklich uns nur mit Blitzlicht fortbewegen. Es wird ziemlich gruselig, glaube ich. Ja, hier muss auch die Leichenhalle eigentlich gewesen sein, ne? Wenn man davon ausgeht, dass das hier ein Hospiz war. Alles andere würde ja keinen Sinn machen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Alter. Na gut, dann würde ich sagen, beginnen wir direkt mal hier, ne? Alter, was ist das denn hier? Keine Ahnung, was das ist, aber es sieht echt unheimlich aus. Wer sind Sie? Dann stellen wir uns doch nochmal direkt vor, oder? Wir stellen uns nochmal vor, genau. Ich bin David. Und ich bin Leon. Und wir wollen einfach nur gerne in den Kontakt mit dir oder anderen Präsenzen treten, um mehr über euch oder diesen Ort hier zu erfahren. Wir hoffen, dass das in Ordnung ist. Und wir werden jetzt nochmal das ein oder andere Gerät hinzuziehen, um die Kommunikation für uns zu erleichtern. Folge dir. Folge dir. Okay. Also bist du einverstanden, nehmen wir mal an. Also wir werden jetzt unsere Sachen hier aufbauen und dann kannst du dich mit den Geräten, die wir dir nochmal genauer erklären, dich gern mit uns in Verbindung setzen. Ey Leute, es ist wieder so typisch. Alle Kameras sind aus, weil wir gerade unser Equipment vorbereiten. Und da kommt auf einmal, ihr werdet brennen.
Und meine Kamera war eigentlich eingeschaltet, als ich die da hingestellt habe. Und hat sich ausgeschaltet. Bin ich mir ziemlich sicher. Alter. Und ich gucke auf die Kamera und die ist aus. Ja, und so werden sowohl Dave's Akku als auch meiner sind schon fast leer. Meinen habe ich schon gewechselt. Ich habe schon einen neuen drin. Es ist echt gut. Ich lasse die Kamera jetzt mitlaufen, ist mir egal. Ihr werdet brennen. Das ist so gruselig, ey. Ehrlich. Okay, Freunde, also Alex hat jetzt die Vollspektrumkamera, die eben auch ja, in Dunkelheit filmen kann. Und man sagt eben, dass darüber auch Präsenzen aufgezeichnet werden können. Wir haben da vorne die SLS-Kamera stehen, die auch die ganze Zeit mit aufzeichnet. Das K2 Meter natürlich, wir haben Wildkameras da und da und auch Bewegungssensoren. Die Katzenbällchen natürlich. Rampod, also wirklich alles, was man eigentlich haben kann. Wir lassen natürlich noch die Kommunikation über die GhostTube-App weiterlaufen, aber ziehen jetzt auch wieder ein neues Gerät hinzu, nämlich hier das, ja so gesagt, digitale Ouija-Brett. Es hat drei verschiedene Sensoren über Berührung, über Temperatur und ja, elektromagnetische Felder. Läuft er halt das Alphabet durch. Und so könnte eine Präsenz uns eben ja, Wörter durchgeben. Jetzt hat er tatsächlich ein Wort, das H über elektromagnetische, jetzt über Temperatur, T. Okay. Wo ist es? Alter. Alter, was ist denn hier los? Ey, als wir das letzte Mal ausprobiert haben, hat das gar nicht funktioniert. Komm, lass mal ein bisschen weiter weg. Mein Handy ist aber auf Flugmodus. Ja, Handy ist auf Flugmodus. H-T-E-R. Ey, es eskaliert komplett das Ding. Okay, also wir hatten uns ja gerade noch einmal vorgestellt. Wir haben jetzt ein neues Gerät hinzugezogen. Dieses Gerät kannst du antippen. Du kannst aber auch in die Nähe davon kommen, um ja, direkt Buchstaben auszuwählen, um uns Wörter oder ganze Sätze mitzuteilen. Ja, wir hoffen, dass du so noch besser mit uns kommunizieren kannst. Du kannst aber auch gerne andere Geräte, die wir hier in der Nähe haben, nutzen, um mit uns zu sprechen. Wir würden vielleicht einfach mal damit anfangen, nach dem Namen zu fragen, ne? Weil wir haben jetzt unseren Namen auch gesagt. Vielleicht möchtest du uns ja deinen Namen verraten. Möchtest du vielleicht mal deinen Namen in dieses Gerät eintippen? Ja, wir werden jetzt uns ein paar Meter entfernen und vielleicht möchtest du ja, wenn wir dann ein bisschen weiter weg sind, ja, etwas auf das Gerät eintragen oder eben dich auf einem der Geräte, die wir jetzt in der Hand halten, zeigen oder bemerkbar machen. Das sieht schon unheimlich aus, der Keller hier, ne? Was meinst du damit? Was ist zum Scheitern verurteilt? Vielleicht unser Overnight, diese PU, keine Ahnung. Die SLS-Kamera ist ausgegangen. Aus irgendeinem Grund ist die SLS-Kamera ausgegangen. Alter, die ist komplett. Die kann erst vor ein paar Sekunden ausgegangen sein. Was? Die ist komplett aus einfach. Ich habe eben noch von da vorne in die Richtung geleuchtet und da hat halt hier die Kamera das Infrarotsignal entdeckt. Okay, also keine Ahnung warum, aber einfach komplett aus. Die hat sich gerade, macht die hier immer nur Maximallänge an Aufnahme, weil die hat sich gerade beendet. Also die kleine hier. Ja, die hat 10 Minuten immer Maximallänge, genau. Hier einfach hier oben drauf. Ja. Okay, also ja, SLS-Kamera ist raus. Geht auch nicht wieder an gerade. Keine Ahnung. Also die war voll geladen. War auch nicht, hatte keine Akku-Anzeichen oder sonst was. Ist einfach aus.
Falls euch jetzt fragt, was mit den Aufnahmen der SLS-Kamera passiert ist, die ich nämlich nebenbei habe laufen lassen. Leute, ich komme mir langsam echt ein bisschen blöd vor, denn ähnlich wie bei Burg Usgar sind die Aufnahmen kaputt. Ich habe sie auch mit sämtlichen Reparaturprogrammen nicht repariert bekommen. Keine Ahnung, woran das liegt, ob es paranormal sein könnte oder einfach nur ein Fehler bei der Aufnahme war. Aber leider sind die Aufnahmen nicht mehr vorhanden. Befehl. Ja, zeig dich. Das Gerät ist auch noch ruhig. Ich kann mal versuchen, die Sensoren hier wieder... Boah, was ist das denn, ey? Zum alten Rad da, ey. Krass, oder? Ja, wie aus dem Mittelalter sieht das aus, ey. Aber die Technik hat echt Jahrhunderte gehalten. Mhm. Okay, jo. Weil es halt größtenteils mechanisch war, ne? Ja, ja. Ein richtig stabiles Metall, ja, immer richtig groß. Massiv. Ja, ich denke, dass hier hinten am Ende dieses langen Ganges mit diesen Fliesen, ich glaube, dass das hier die Leichenhalle gewesen ist. Weil es ein bisschen groß. Oder? Oder eher die Küche. Und hier ist eine Toilette. Jawohl. Was? Was kam? Folterer. Gerahmt. Ja. In Anführungszeichen Leichenhalle ist halt blau. Oh, ich war jetzt erschrocken. Kommt der hier durch? Ja gut, aber ist das wirklich die Leichenhalle hier gewesen? Weil das ist ein Abzugshaube, das sieht eher nach Küche aus. Ja, ich bin ja in der Toilette und das ist sehr groß. Ich bin da. Dann hier gab es ein Geräusch. Echt? Ja. Aus der Richtung. Fluch. Soll ich mal mit der hier vorgehen? Ja, geh mal vor. Wir können auch mal die Lampen ausschalten. Wir müssen aufpassen auf die Löcher im Boden. Soll ich kurz ausmachen? Ja. Okay, wir haben jetzt mal das Licht ausgeschaltet. Schon ein paar Mal einen Idioten genannt, ne? Ja. Krass. Aber das ist nicht das erste Mal. Echt jetzt? Ja, im Sanatorium war das auch so. Dumm und Idiot hat es mich das. Ja, aber Alex hat recht. Ich denke, das hier wird die Küche gewesen sein. Und wirklich. Oder hier vielleicht? Wegen dem Zeichen hier, weißt du? Schalte es aus. Was sollen wir ausschalten? Ja, wahrscheinlich die Geräte und so, ne? Mhm. War das Alter hinter dir? Hast du das gehört? Ja, ne? Da war richtig ein lautes Knacken. Soll ich die Kommunikation langsam beenden? Ja, ne? Ja. Ich meine, wir hatten echt krasse Ergebnisse und jetzt kam zuletzt Schalte es aus. Ja, ich glaube. Das ist schon auch irgendwie wieder ein Zeichen, finde ich. Vielleicht sind wir auch nicht mehr erwünscht. Also zumindest nicht in Form der Kommunikation. Okay, gut. Dann würden wir uns an dieser Stelle bedanken für deine Kommunikation. Und ja, wir wünschen dir noch das Allerbeste, bitten dich aber natürlich auch dann hier bei diesem Ort zu bleiben. Wir werden heute noch die Nacht hier verbringen und morgen sind wir dann weg. Vielen Dank und tschüss. Tschüss. Ja. Und Ruhe in Frieden. Das ist echt seltsam, ja. Das ist so extrem aufgedreht, regelrecht aufgedreht. Ja, ganz viel Verschiedenes und hin und her. Und
die ganzen akkuraten Worte und dann ja wirklich jetzt die ganze Zeit erstmal Stille. War es ein Schritt da hinten? Ja, hat sich voll so angehört. Ja. Knacken, habe ich gehört. Also das Knacken, aber dann kurz danach viel weiter hinten war so einmal so. Ja. Na gut, ich meine, wir haben die Bildkameras hier aufgebaut im Keller und im Rest des Gebäudes. Also wenn hier irgendwas passiert, kriegen wir es mit sehr, sehr spannende paranormalen Untersuchungen. Er ist ja wirklich förmlich eskaliert. Und jetzt war schon wieder ein Geräusch da gerade. Habt ihr es gehört? Es ist wirklich, es geht am laufenden Band. Ja. Wir schalten jetzt aber alle Geräte aus, gehen nach oben, gesellen uns zu Taco. Und wir haben mittlerweile auch jetzt schon 2:15. Wir müssen recht früh aufstehen, weil wir auch noch ja, insgesamt betrachtet morgen um die 8 Stunden Fahrt vor uns haben. Wir sind gerade wirklich mitten im Nirgendwo in Tschechien. Das heißt, wir packen jetzt zusammen, gehen nach oben und dann kann der Overnight beginnen. Schön den Abend ausklingen lassen, würde ich sagen. Genau. So, Freunde, paranormal. Oh, verarschst du mich? Was? Hast du mich gerade verarscht? Hä? Du hast mich nachgeäfft. Ja, habe ich. Ja? So höre ich mich an? Ja, so, Freunde. Ja? Willkommen zu einem neuen Abenteuer. Das ist der krasseste Last Place, den ich je gesehen habe. Ja? Okay. Okay. Das muss was Paranormales sein. Okay. Könnt ihr mal raten, wen der Taco danach äfft und wen ich jetzt nachäffe? Ich brauch Titten! Ja, ich brauch Ärsche! Nein, ich brauch keine ich brauch nur Arsch. Oder so, Entschuldigung, hab ich total mich geirrt. Ich hab, tut mir leid, total Unrecht getan mit dem Titten. Mensch, Freunde, ich wünsche euch eine gute Nacht. Das ist echt... ein kranker finaler Overnight hier. Wirklich. Ich hoffe, das ist ein würdiges Finale. Falls ihr an dieser Stelle dem Video noch keinen Daumen nach oben dagelassen habt, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr das jetzt... entwürdigendes Finale. Ja, wenn du dich nicht langsam annackig machst, dann schon. Der grinst nur die Grinsebacke. Wieder Lance, die Grinsebacke. Ja, wolltest du jetzt dein Outro machen, oder nicht? Ja, du laberst ja die ganze Zeit dazwischen. Ich weiß, ja. Das ist der Gold-Content. Der Gold-Content. Da fehlt noch einiges zu. Wir werden jetzt entspannt noch mal ein bisschen hier intim werden, alle miteinander. Der Dave, der freut sich auch schon darauf. Du siehst aus wie ein Schwerverbrecher damit. Echt? Ich mag die Mütze. Sehe ich da wirklich aus wie ein Schwerverbrecher? Ja, wenn du die so anziehst wie gerade. Das ist Slenderman. Was soll das bedeuten? Okay. Vielleicht wirklich Hämorrhoiden so ein bisschen. Oder vielleicht einfach was? Vielleicht liegt das einfach an mangelnder Hygiene. Ja. Was? Dass du stinkst? Aber wir waren ja schön im Whirlpool, haben einmal alles durchgespült. Alter! Unsere Polöcher jucken. Echt? Eure Polöcher jucken? Was ist denn mit euch? Ich habe die Vorstellung, dass wir letzte Nacht noch im Whirlpool saßen und jetzt liegen wir hier wieder auf dem Dachboden von einem Hospiz rum. Ja. Also Dachböden waren es diesmal. Ja. Ich mag Dachböden. Ja, Dachböden nicht schlecht, ne? Aber ohne Waschbären bitte. Wenn sie lieb sind, dann geht's, aber wenn sie beißen, dann ist nicht so geil. Meinst du, die kuscheln mit dir nachts? Ach, ich weiß halt nicht, es war schon mal geil, oder? So ein kleiner Waschbärkolleg, der vielleicht mit nach Hause kommt. Junge. Das setzt sich dann immer auf meine Schulter, da kommt mit auf Arbeit und so. Und in jeder Tour. Bist du wie so ein Pirat, die immer so ein Papageien mit haben, weißt du? Genau. Kannst du immer noch einfach die Arme und die Beine abschneiden. Oh! Du Dreckschwein, Alter. Du wieder wegschneiden. Es ist Zeit, diese Kamera hier auszuschalten, bevor das Ganze noch eskaliert. Also, Freunde, ich wünsche euch eine gute Nacht und wir sehen uns morgen in aller Frische wieder, wenn wir dann auch nach oben gehen und den Ausblick genießen werden. Ey, es wird richtig episch.
gute Nacht. Und wenn was passiert, dann seid ihr die Ersten, die es erfahrt. Denn wir haben hier natürlich auch Nachtsichtgerät und alles mit. Leute, gute Nacht. Guten Morgen, meine lieben Freunde. Ich hoffe, euch geht es gut. Alex ist schon komplett in Schale geworfen. Der muss nämlich zu einer Operation jetzt losfahren. Na, wie habt ihr geschlafen, Freunde? Richtig gut. Ja, ne? Ja. Wir haben jetzt, was haben wir denn? 8.13 Uhr sind so im, keine Ahnung, was waren das? Um zwei rum irgendwann schlafen gegangen, ne? Also 6 Stunden Schlaf, das passt schon. Das passt. Oh, ich freue mich auf den Ausblick jetzt. Das heißt, wir machen uns jetzt fertig. Aufgestanden. Und dann gehen wir nochmal aufs Dach. Und dann heißt es, Abschied nehmen. So langsam, aber sicher. Komm einmal, Dave. Ich hab die ganze Zeit gehofft, dass du mir meinen Schlafsack fasst nachts. Du hast es nicht getan. Ich mach's einmal. Was flüstert ihr da? Oh Mann, ey. Es hört nie auf. Boah, guckt euch das mal an. Hier das Uhrwerk kann man einfach noch drehen, ey. Krass. Die fette Uhr, die man jetzt vorne sieht, bewegt sich jetzt gerade. Crazy. Scheint schon hier rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Genau jetzt, wo die Sonne rauskommt. Oh. Alter. Oh mein Gott. Hammer. Oh. Alter. Oh, es ist hell. Ja, ne? Man muss richtig die Augen zusammenkneifen. Krass, ey. Der Ausblick. Freunde, ich würde sagen, mit diesem Ausblick bedanke ich mich von ganzem Herzen fürs Zusehen. Ich hoffe, die Tschechien-Tour hat euch gefallen. Wirklich unvergleichbar. Ich glaube, es hätte keine geilere Wintertour geben können. Vielen, 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 vielen lieben Dank fürs Zuschauen, für jede Unterstützung, für jeden einzelnen Abonnenten. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag, wunderbare Nacht, wann auch immer ihr das Video seht, und verabschiede mich. Wir sehen uns wieder im nächsten Video oder im nächsten Projekt. Bis dahin und tschüss.